Landwirt Produktvorstellung. Gerechte Brunst- und Abkalbeerkennung und individuelle Gesundheitsüberwachung der Kuh. Das steirische Unternehmen SmexTech hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Milchwirtschaft nachhaltig zu verändern und bietet mit einem effektiven Sensorsystem eine Gesamtlösung in der Herdenkontrolle. Die Installation von SmexTech ist einfach. Der Kuh wird über das Maul ein sogenannter Bolus eingegeben. Dieser verbleibt zeitlebens der Kuh im Pansen und misst alle 10 Minuten die Körpertemperatur und die Bewegungsaktivität des Tieres. Eine Wartung ist nicht notwendig. Durch die Positionierung im Vormagensystem gibt es keinerlei Einflüsse von außen. Somit liefert der Bolus unverfälschte Daten. Im Stall befindet sich eine Basisstation, die mit einer eigenen SIM-Karte ausgestattet ist. Ein zusätzlicher Internetzugang ist nicht notwendig. Die Datenübertragung erfolgt vollautomatisch. Der Riesenvorteil liegt ganz klar darin, dass der Bauer diese manuelle Temperaturüberwachung mittels Thermometer nicht mehr machen muss. Somit jetzt dann steht er vor der Kuh im Stall oder im Büro, wo auch immer sich der Landwirt befindet, und hat sofort aktuell die Temperatur der Kuh. Sobald Handlungsbedarf besteht, erhält der Landwirt eine Benachrichtigung auf das Smartphone oder dem PC. Die SmexTech Messenger App bietet dem Landwirt die Möglichkeit, all seine Tiere bequem von unterwegs im Blick zu behalten. Ein großer Vorteil, vor allem dann, wenn eine Abkalbung ansteht. Am besten eigentlich vom System gefällt mir, dass ich auch bei Abkalbungen, wenn die Temperaturkurve um 1 Grad absinkt, immer genau weiß, zwischen 8 und 10 Stunden kommt das Kalb. Neben der Brunst- und Abkalbeerkennung ist das Gesundheitsmonitoring ein wesentlicher Faktor. Temperaturveränderungen, Aktivitätsminderung oder Änderungen im Trinkverhalten können oft Anzeichen einer Erkrankung sein. Mit dem Sensorsystem werden mögliche Krankheiten vorzeitig entdeckt und der Landwirt kann rechtzeitig reagieren. Ich merke bei der Kuh noch gar nichts, dass sie irgendwas hat, aber es ist die Temperatur hoch. Dann kann ich beim nächsten Mal möglichen, zumindest einmal das Alter anschauen oder schauen, hat sie einen Ausfluss, hat sie einen Triballeneffekt oder hat sie eine Lungenentzündung. Da kann man eigentlich frühzeitig reagieren. Durch eine Früherkennung ist oft noch eine Behandlung ohne Antibiotika möglich. Es ist sehr interessant, muss ich sagen, in erster Linie, weil man wirklich die Kühe besser kennenlernt. SmexTech. Dank wertvoller Einblicke alles im Griff.